Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittag und sage herzlich willkommen zu einem sehr, sehr spontan geplanten Live-Talk heute, weil diese Botschaften, die ich heute mit dir teilen möchte, die haben sich mir wirklich aufgedrängt und ich konnte nicht anders, als wirklich aus dem Bauch heraus gestern diese Ankündigung zu machen und heute live zu gehen für euch. Und ich sehe schon ganz, ganz viele Herzchen. Die Daniela ist da, schickt mir ein Herzchen. Wie schön, danke, dass ihr da bist. Juhu, schreibt da jemand. Hallo, du wunderbarer Mensch. Hallo, meine Liebe. Schön, dass ihr da seid. Die Sina schreibt Hallo. Die Jana Melina schreibt Hallöchen. Die Diana ist auch da. Die Nadine ist da. Hi, Raphael schickt mir Sterne. Auch so schön. Schön, dass ihr dabei seid, meine Lieben. Und wie gesagt, das war jetzt eine ganz, ganz super, super spontane Aktion. Es haben sich in den letzten Wochen ganz, ganz viele Eingaben, Inspirationen, Botschaften wirklich in mir akkumuliert. Und ich habe mir überlegt, wie ich das am besten euch vermitteln kann und wann am besten. Und ich hatte vor 2 Tagen einfach so diesen ganz, ganz intensiven, ich nenne es jetzt mal einen Schubs aus der geistigen Welt. Und es hieß so, jetzt müssen diese Botschaften raus, weil sie jetzt aktuell wichtiger sind denn je. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wünsche dir von Herzen, dass es dir gut geht. Ich weiß aber, dass wir alle, ja, ich will nicht sagen gebeutelt werden, aber so nicht nur energetisch, sondern auch angesichts all dieser Dinge, die um uns herum passieren, erleben wir alle eine emotionale und energetische Achterbahn, oder? Und bevor ich jetzt direkt auch in diese Botschaften einsteige, ich möchte diesen Live-Talk nämlich heute mal, das ist so meine Vision und Intention für diesen Live-Talk, ich möchte mal kurz und knackig über die Bühne bringen. Keine Ahnung, ob es funktioniert wird, ihr wisst ja, wie ich so bin. Und manchmal, wenn ich so rede, habe ich das Gefühl, okay, irgendetwas anderes spricht durch mich. Und vielleicht wird es heute auch so sein. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass über 600 Menschen hier mittags da sind. Ich freue mich so, so sehr. Die Maria Chiara schreibt gerade Einsamkeit und doch Transformation. Ja, ich fühle dich, meine Liebe. Ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen geht so. Also bevor ich jetzt direkt hier einsteige, du hast es vielleicht gesehen, der Titel von diesem Live-Talk ist Zeitkritische Botschaften spiritueller Hochkulturen. Zeitkritisch bedeutet, dass diese Informationen, diese Botschaften im Moment besonders wichtig sind für jeden von uns. Und als ich mich so vorbereitet habe, dachte ich mir, dass es irgendwie... ja, dass es irgendwie traurig ist. Und ich möchte mit dir teilen, was mich auch traurig macht. Und zwar ist es die Tatsache, dass viele Menschen, die jetzt hier live zugeschaltet sind, gleich sind wir bei 700 und auch Menschen, die das dann später sehen. Ich weiß, dass du zu diesen verrückten Menschen gehörst, die an etwas Höheres, an etwas Spirituelles in sich, in der Welt draußen glauben. Ich weiß, du bist da schon auf deinem Weg. Ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige hier oder Menschen, die das Video dann später anschauen, die überhaupt nichts von all dem halten. Das heißt, viele von euch sind schon auf diesem Weg. Und du versuchst, dein Bestes zu geben, um die Transformation auf der Erde zu unterstützen, um dein Schiff zu unterstützen, um deine eigene Heilung, aber auch die Heilung der Menschen in deinem Umfeld zu unterstützen. Ich weiß, du machst das, oder? Und höchstwahrscheinlich jetzt die, die da sind, ich weiß nicht, ob du unbedingt Botschaften aus der geistigen oder spirituellen Welt brauchst. Du machst ja sowieso dein Ding, oder? Du wartest nicht darauf, dass die Botschaften kommen und das liebe ich so sehr an dir. Und das ist das, was uns beide verbindet. Du wartest nicht darauf, dass irgendwer sagt, jetzt tu's, sondern viele von euch geben ihr Bestes. Und das Beste heißt nicht, dass alles perfekt läuft und dass du immer das Richtige machst, oder? Das wissen wir nicht. Aber du gibst dein Bestes. So, und jetzt all die Menschen, die diese Botschaften hören müssten, die Botschaften wirklich dringend nötig hätten,
Die werden sich das nicht anschauen. Das heißt, die Erreichbarkeit dieser Menschen, die ist extrem schwierig geworden. Und das wird immer, immer schwieriger, weil diese Kluft in der Gesellschaft, diese Spaltung ja auch immer größer wird. Das heißt, die, die für etwas sind und die, die gegen etwas sind und dazwischen ist so ein unendliches Nirvana, diese Fronten werden immer krasser. Und Menschen, die auch eine Ablehnung haben gegenüber der geistigen Welt, gegen solchen Ansätzen, gegen Spiritualität oder wie auch immer, diese Anti-Haltung wird auch immer krasser. Ja, und das stimmt leider, schreibt da jemand. Das heißt, Menschen, die diese Botschaften sehen müssten, würden es niemals anschauen. Sie werden es alleine nur wegen dem Titel wegklicken. Und mein Gesicht und wer ich bin und wieso ich so bin, wie ich bin, ist vielleicht noch so das i-Tüpfelchen darauf, wieso sie es nicht anschauen. Und das Thema Ablehnung ist nicht das Thema hier. Es geht darum, dass ich mir die Frage stelle, wie diese Botschaften, die ich jetzt mit dir teile, die für dich ganz sicher wichtig sind, aber wie diese Botschaften auch Menschen erreichen, für die es vielleicht noch viel, viel wichtiger wäre, aber die sich niemals mit so einer Materie auseinandersetzen würden. Und genau dort kommst du ins Spiel. Schick diesen Live-Talk weiter oder irgendetwas anderes. Und vielleicht gibt es ja Menschen in deinem Umfeld, von denen weißt, okay, die sind sehr, sehr skeptisch eingestellt, die reagieren vielleicht sogar aggressiv darauf. Egal, tu es doch trotzdem. Und es müssen gar nicht Inhalte von mir sein, versteht ihr? Es können ja auch ganz andere Dinge sein von anderen wundervollen spirituellen Autoren oder spirituellen Speakern oder wie auch immer. Aber versuch mal auch diese Menschen zu erreichen, die eine Wand aufgestellt haben gegenüber all diesen Ansätzen. Und das ist eine der Botschaften gewesen. Das heißt, die Menschen, die wir bereits erreichen, die sind auf dem Weg. Sie machen ihre Fortschritte. Und vielleicht fühlt sich das aktuell für dich nicht so an, aber ich glaube, dass du nicht in der Position bist, deine eigene Entwicklung interpretieren zu können. Du bist viel, viel weiter gekommen, als du denkst, als du vielleicht im Moment greifen kannst. Und das ist die Durchsage gewesen, die wir bekommen haben. Das heißt, viele von euch sind so gut unterwegs, aber gleichzeitig gibt es so eine ganz, ganz, ganz große, große Anzahl von Menschen, die überhaupt nicht sich auf diesen Weg machen. Der Weg hin zu ihrem Herzen, der Weg hin zu ihrer eigenen Wahrheit, der Weg weg von all diesen Abhängigkeiten, der Weg weg von Hass und Ablehnung und Spaltung. Und ich frage mich, wie wir diese Menschen erreichen können. Und vielleicht ist ein Schlüssel zu all dem, dass wir bodenständig bleiben, dass wir geerdet bleiben. Und du weißt ja, dass es mir ein ganz, ganz großes Anliegen ist, mit meiner Arbeit das zu unterstützen. Und wir sind jetzt hier unglaublich, fast 900 Menschen. Wow! Party! Ja, schön. Hier, die Sabine schreibt, aber jeder hat dieselben Möglichkeiten. Baha, sehe ich genauso. Und wer die Möglichkeiten in Anspruch nimmt oder nicht, steht außerhalb unseres Machtbereichs. Nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht irgendwie sichtbarer werden. Und du weißt, dass ich extrem sichtbar bin hier auf meinem Instagram-Account mit all den Dingen, die ich mache und dass ich da wirklich versuche, all in zu gehen. Aber ich bin nur eine einzige Frau, ich bin ein einziger Mensch und ich brauche noch mehr Woman und Man Power. Und da kommst du ins Spiel. Und ich glaube, dass deine Rolle wichtiger ist, als du jetzt im Moment für dich wahrnehmen kannst, einschätzen kannst. Und deine Rolle wird mit jedem Tag wichtiger werden. Ich schreibe dir, bin gerade einkaufen und höre auf laut. Ja, hey, Liebe im Einkaufszentrum. Okay, so. Ich steige jetzt direkt ein in die Botschaften. Bevor ich einsteige, dachte ich mir so in 1000 von Jahren, keine Ahnung, in 10.000 Jahren oder noch viel, viel später, gehen wir mal davon aus, du und ich, wir inkarnieren nochmal als Menschen. Also ich persönlich habe null Bock drauf. Vielleicht kannst du mich davon überzeugen, wenn du sagst, du Baha, komm ich nochmal runter.
komm, Mama, das nochmal. Also dieses Affentheater hier habe ich eigentlich, für mich sollte das dieses Mal das letzte Mal sein. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf, aber es ist ein anderes Thema. Aber ich dachte mir, sagen wir mal, wir reisen so in die Zukunft, Zehntausende von Jahre, und werden wir dann über das, was wir jetzt hier fabrizieren, über die Kultur, die wir hier leben, werden wir über die hier als eine Hochkultur sprechen? Ich befürchte, nein. Ein großes Nein. Also ich glaube nicht, dass wir unsere menschliche Rasse in der aktuellen Situation als spirituelle Hochkultur bezeichnen könnten. Leider, leider nicht. Aber es ist ja noch nicht zu Ende. Und als wir 2019... Und das war super, super spannend. Als wir 2019, es war Ende 2019, diese Botschaft bekommen haben, dass die Entscheidung gefallen ist, hat sich das in unseren Ohren wirklich brutal angehört. Und wir haben uns die Frage gestellt, okay, wieso bekommen wir solche Informationen? Und eine von den Antworten war, damit wir die ganze Sache ernst nehmen und wirklich an uns arbeiten, wirklich an der Transformation arbeiten. Jetzt rückblickend muss ich sagen, macht das alles irgendwie Sinn. Weil durch die ganze C-Thematik ist ja so dieses Kartendeck auf uns unsere Erde ist zusammengefallen. Und wir sind jetzt hier an dem Punkt, wo wir eine neue Ordnung schaffen müssen, weil das Alte funktioniert nicht mehr. Es ist alles zusammengebrochen. Und wir erleben aktuell gesehen eine ganz, ganz krasse globale Sinnkrise. Also egal, auf welcher Seite du stehst, was du denkst, was du glaubst, Anti, was weiß ich, Pro oder etc., wir alle erleben eine ganz, ganz brutale Sinnkrise. Und wir sitzen gerade alle zusammen auf diesen Scherben der alten Weltordnung und wir fragen uns, wie es weitergehen soll. Und eine von den Durchsagen damals war auch, dass verborgene Weltmächte zum Zuge kommen werden. Und jetzt auch so im Nachhinein, wenn wir uns so die ganzen Sachen über die vergangenen 2 Jahre hinweg anschauen, merken wir, was für Mächte da im Spiel sind. Und in welche Richtung sich das bewegen wird, kann niemand sagen. Aber eins ist definitiv Fakt. Die Scheiße brennt. Und die Scheiße stinkt bis zum Himmel hoch. Und wir spüren das. Das heißt, überall diese Unruhe, die Panik, die Angst in den Menschen, das hat sich in den letzten Monaten meiner Meinung nach zugespitzt. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Und ich möchte hier mit diesem Live-Talk auch nicht, wow, wir sind jetzt gleich bei 1000 Menschen. Ich möchte mit diesem Live-Talk jetzt auch nicht unbedingt dieses Feld der Angst oder der depressiven Stimmung nähern. Nein, ganz im Gegenteil, das möchte ich nicht. Ich möchte dir hier durch diesen Live-Talk auch klar machen, dass diese spirituellen Hochkulturen wie die Lemurianer, die Atlanta und die Elohim, dass die uns nicht im Stich gelassen haben und dass die da sind und dass die uns immer wieder auch Informationen durchgeben. Denkst du, ich bin die Einzige, die diese Information bekommt? Du gehörst auch zu ihnen. Die meisten Menschen befinden sich energetisch gesehen in einem, unter einem Wasserfall an Informationen, die aus der geistigen Welt kommen. Also stell dir vor, du stehst unter einem Wasserfall, aber du hast so einen krass gut gebauten Regenschirm und eine perfekte Regenjacke, dass du nichts von diesem Wasserfall mitbekommst, aber die bombardieren dich sozusagen die ganze Zeit mit Informationen. Das heißt, ganz viele Dinge, die ich jetzt mit dir teile, die werden vielleicht irgendwas in dir wachrütteln oder dir bewusst machen, krass, ja, das spüre ich. Und diese Bestätigungen dann auch zu bekommen, kann für dich auch eine Form von Vertrauen in deine spirituellen Kräfte aktivieren. Über 1000 Menschen! Wow, ich glaube, das hatte ich noch nie. Da trinke ich drauf. Prost, meine Lieben, auf euch. Schreibt jemand Baha on fire, yes. Also ich möchte heute eigentlich ganz sanft sein. Ich möchte heute gar nicht so on fire sein, aber ihr wisst ja, wie ich bin. So, dieser Live-Talk könnte extrem wichtig für dich sein, falls du aktuell einen unerklärlichen Schwindel hast und so ganz komische Blutdruckschwankungen und extrem unkonzentriert bist. Für wie viele von euch gilt das? Prost! Ja, manchmal fühlt es sich an, als würde man verrückt werden. Also, wie viele von euch kennen es aktuell? Schwindel, Blutdruckschwankungen, unkonzentriert, unfokussiert. Schreibt jemand, hey, voll. So dankbar hier zu sein, schreibt die Claudia. Ah, schreibt jemand, ja. Meine Augentränen. Prost. Prost.
Also ich glaube definitiv, da sind einige dabei, die damit was anfangen können. So, der zweite Punkt ist, vielleicht hast du aktuell das Gefühl, du kommst zu nichts. Du bist so uneffektiv wie noch nie zuvor in deinem ganzen Leben. Und gleichzeitig kommst du aber auch nicht zur Ruhe. Also du bist zwar nicht produktiv, aber gleichzeitig kommst du auch nicht wirklich zur Ruhe und du bist in so einer ganz, ganz komischen Zwischenwelt. Das kann extrem, extrem strapaziös sein. So, die Zeit rennt dir irgendwie weg und das generiert innere Panik und Druck und du findest einfach deine innere Mitte nicht. Also du landest nicht in dem Moment und du hast das Gefühl, du musst irgendwem irgendwas hinterherjagen. Das ist so die aktuelle Zeitqualität. So, elektronische Geräte in deinem Zuhause gehen kaputt oder wir haben das ja alle mitbekommen mit Facebook, mit dem Facebook-Ausfall, das war eine ganz, ganz spannende Sache, oder? Waren strange Stunden. So, die elektronischen Geräte gehen kaputt oder es gibt irgendwelche Störungen in deinem WLAN zu Hause, ganz, ganz typisch aktuell. Und warum diese Dinge passieren, auf das werde ich natürlich jetzt dann direkt auch eingehen. Dann Wasseransammlungen an deinem Körper, dass du das Gefühl hast, hey, irgendwie, du trinkst zwar, aber du wirst nicht richtig durchgespült, die Lymphe ist nicht richtig in Bewegung und es kann sogar so weit führen, dass du einen Druck oder Schmerzen an deinen Nieren spürst oder auch am unteren Rücken. Auch das ist kollektiv ganz, ganz stark im Feld im Moment. Du hast das Gefühl, dass du permanent durstig bist. Also du trinkst zwar, aber dein Durst wird nicht gestillt. Das hat was mit der Wasserqualität zu tun. Stimmt schon wieder, schreibt er. Ja, WLAN und mobiles Netz spinnen. Der Computer zickt. Ja, rückläufiger Merkur. Mit den Sachen kenne ich mich nicht so aus. Aber der Mond und weitere. Jetzt war ich nicht schnell genug. Durst. Oder das Auto. Und schon ist das WLAN weg. So spannend. Ja. Mein Gesicht ist komplett geschwollen. Oh, spannend, dass du das mit dem Gesicht sagst. Dazu komme ich nämlich gleich, meine Liebe. So. Dann der nächste Punkt, der vielleicht bei dir aktuell auch ganz stark in den Vordergrund gerückt ist, ist, dass du das Gefühl hast, dass andere deine Grenzen übergehen. Und egal, was du tust, die Leute, die kommen dir zu nahe. Du kannst sie nicht auf Distanz halten. Und ich meine damit nicht, dass du dich schützen sollst, aber wir wissen alle, es gibt Leute, von denen solltest du dich fernhalten. Also die brauchst du einfach nicht in deinem Leben. Und es fällt dir aktuell schwer, die auf Distanz zu halten. Und gleichzeitig fällt es dir aber auch schwer, Menschen, die dir nahe sein sollen, die der Nähe du möchtest, dass die auch dir nahe sind. Das heißt, es ist so eine, auch wieder so eine ganz, ganz komische Zwischenwelt. Also die kommen dir zu nahe, die komischen Leute und die nett sind und die du gern hast und die du liebst, die lässt du nicht wirklich an dich heran. So, und das andere ist überempfindliche Haut. In dem Sinne, dass die irgendwie gerötet ist, geschwollen ist, gereizt ist. Spannend, dass das auch gerade jemand geschrieben hat. Aber auch gleichzeitig, dass du das Gefühl hast, also wenn man dir jetzt über die Haut streichelt, dass du nichts fühlst oder du nicht so schön Empfindungen auf deiner Haut entwickeln kannst. Also diese Sensibilität der Haut geht extrem zurück. Aber auch gleichzeitig ist die Haut irgendwie gereizt und das kann sich vor allem auch in dem Gesicht zeigen. Also ich kriege da ganz, ganz viel Zuspruch zu den Punkten. Also scheint bei euch irgendwie ja, zu passen. Ja, taub, schreibt da jemand, als wäre ich nicht ganz da, genau. Also das kann dir vielleicht auch aufgefallen sein, in intimen Momenten mit deinem Partner bzw. deiner Partnerin, dass du das Gefühl hattest, okay, ihr küsst euch, ihr berührt euch, aber irgendwie, es macht nichts mit dir. Und all das kann mit den aktuellen, ja, Energien, die da herumspielen, zusammenhängen. Ganz wichtiger, großer Disclaimer. Wenn ich über den Körper spreche, über Schwindel, Blutdruckschwankungen etc., dann solltest du das natürlich immer mit einem guten Experten abklären. Ich bin nicht in der Position, dir irgendwelche Hinweise darauf zu geben, wie du mit deinem Körper umgehen solltest. Aber wir wissen, dass die Energie, die im Umlauf ist, natürlich ganz stark auf unser gesamtes System sich auswirkt und dazu gehört eben auch unser Körper. So, Ende 2019 hatten wir auch ganz
wichtig, die Botschaft erhalten, dass wir alles daran setzen sollten, unsere DNA zu schützen. DNA ist gleich unsere Menschlichkeit. Dass wir alles daran setzen müssen, um Mensch zu bleiben und Mensch zu sein. Und auch das war eine Botschaft, die ganz, ganz stark, vor allem von den Elohim, wieder vermittelt wurde. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir uns die Frage stellen, okay, was macht uns Menschen eigentlich aus? Und das war die Frage, die wir gestellt haben. Und eine von den zwei wichtigsten Punkten, die uns Menschen ausmachen, ist der Respekt vor dem Leben und der Respekt vor der Liebe. Und als ich das gehört habe, es hat mich ganz, ganz intensiv berührt. Für all diejenigen unter euch, die jetzt nicht genau wissen, wie das abläuft, wir machen Tieftrance-Channelings, das heißt, ich bin Knockout, ich schlafe, ich falle in einen Tiefschlaf sozusagen. Und Jeffrey ist derjenige, der dann die Fragen stellt. Wir zeichnen das natürlich immer auf und im Nachhinein höre ich mir dann diese Channeling-Botschaften an, weil ich bin ja nicht da. Also kannst du dir vorstellen, dass ich als Mensch Bahar einfach mal zur Seite trete und mein Körper, mein Bewusstsein genutzt wird von den Elohim, den Atlantern, Lemurianern, um diese Botschaften zu vermitteln. Das heißt, im Nachhinein höre ich mir dann die Sachen an. Und als ich das gehört habe, hat es ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und der Wortlaut war: Wir sind zu rastlos für das Leben geworden und zu ungeduldig für die Liebe. Ihr seid zu rastlos für das Leben und zu ungeduldig für die Liebe. Und das, was uns Menschen in unserer Menschlichkeit ausmacht, ist der Respekt, den wir gegenüber dem Leben und gegenüber der Liebe haben. Am Ende von diesem Live-Talk werde ich nochmal drauf eingehen. Ich sehe gerade 1111 Menschen. Wow, wenn das mal nicht ein Zeichen ist. Unglaublich. Also, gut. Erster wichtiger Punkt. Und ich möchte mit dir 6 verschiedene Botschaften bzw. 6 verschiedene Themen teilen, die jetzt aktuell eben sehr, sehr zeitkritisch sind. Es gibt aktuell einen globalen Energiekollaps. Und als das mit Facebook passiert ist, musste ich ein bisschen schmunzeln. Weil irgendwie habe ich es erwartet. Was bedeutet das? Die Zeitlinien und Dimensionsebenen. Weil es gibt ja parallele Dimensionsebenen auf unserer Erde. Also es gibt nicht nur flat eine Realität, sondern es gibt ganz, ganz viele überlappende Realitäten. Und dann gibt es Zeitlinien. Und im Moment ist dieses Konstrukt, das Gerüst, das alles so ein bisschen in Ordnung hält, also die Dimensionsebenen und die Zeitlinien, dieses Konstrukt, das Gerüst, das das in Ordnung halten soll, wie sozusagen ein Fensterrahmen, ist kaputt, ist dahin, zerbrochen. Und gestern Abend habe ich mit meiner Schwester FaceTime gemacht und dann hat sie mir erzählt, Baha, so krass, und sie wusste nichts von diesen Channeling-Durchgaben, dass sie an einem Tag 2 ganz, ganz strange Situationen hatte. Situation Nummer 1 war, dass sie für eine Strecke, für die sie normalerweise 45 Minuten braucht mit dem Auto, bei der Rückfahrt nur 15 Minuten gebraucht hat. Und sie weiß nicht, wie sie von A nach B gekommen ist innerhalb von 15 Minuten, obwohl die Strecke viel zu lang dafür ist und sie eigentlich bei der Hinfahrt 45 Minuten gebraucht hat. Sie sagt, da war ein Zeitloch. Und das ist ein ganz, ganz typisches Phänomen für die aktuelle Zeitqualität. Das heißt, du hast das Gefühl, irgendwie jemand klaut dir die Zeit. Oder die Zeit ist unendlich lang. Das heißt, es wird wie so ein Kaugummi, dehnt sich die Zeit in die Länge und du hast das Gefühl, es kommt zu keinem Ende. Also die Zeit, wie sie sich anfühlt, die Linearität der Zeit, ist im Arsch, Leute. Haben wir kaputt gemacht. So, ist es gut, ist es schlecht? Also ist es eher sehr, wie soll ich sagen, für unsere Mitte ist es purer Stress. Und das ist auch der Grund, wieso du vielleicht diesen Schwindel spürst, diese Desorientiertheit, die Unkonzentriertheit, du kannst deinen Fokus nicht halten, du hast das Gefühl, du bist nicht in deiner Mitte, du hast das Gefühl, du schaffst nichts, gleichzeitig kommst du aber nicht wirklich zur Ruhe. Das können alles Dinge sein, die mit diesem globalen Energiekollaps zusammenhängen. Diese Information haben wir von den Atlantern bekommen. Und die zweite Situation, die meine Schwester mir beschrieben hat, ist, dass eine Situation
innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten sich zweimal gezeigt hat. Also wie eine Art von Déjà-vu, aber mit Lücken. Und in der zweiten Szene sozusagen, es war eigentlich die exakt gleiche Szene an zwei verschiedenen Orten. Und beim zweiten Mal waren dann Informationen da, die beim ersten Mal nicht dabei waren. Also als hätte sie in einem Film zurückgespult und hätte sich eine Szene nochmal angeschaut, die sie schon angeschaut hat. Und das ist ganz typisch für diesen Kollaps von Zeitlinien und Dimensionsebenen. Das heißt, du erlebst Dinge doppelt, dreifach, vierfach. Das kann ganz, ganz häufig passieren. Und du weißt dann gar nicht mehr, was wirklich passiert ist. Und das ist Kacke, Leute. Also du kannst dann gar nicht mehr unterscheiden, okay, ist das jetzt wirklich passiert oder ist es nur in meiner Vorstellung passiert? Das kann sehr furchteinflößend sein. Und es kann wirklich auch Panik in dir auslösen. Deswegen ist es jetzt aktuell für jeden von uns überlebenswichtig. Überlebenswichtig vor allem für deinen Spirit und für deine Energie, dass du Dinge tust, die dich erden und zentrieren. Keine Ahnung, was du vorhast. Und ihr wisst ja, wir bieten ganz viele Trainings an und ganz viele Tools, Meditationssessions. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, wie du das machst. Aber egal, was bei dir funktioniert, damit du wieder in deine Mitte kommst, mach es. Mach es nicht einmal am Tag, mach es am besten dreimal am Tag. Es wird immer wichtiger, dass du deine Mitte findest. Und dieser globale, ich muss ganz kurz meinen Schluck Wasser trinken. Da schreibt jemand Matrix-Lag. Ja, so ungefähr. Ja, habe ich auch gemerkt. Ich dachte, ich werde verrückt. Alles gut mit dir, meine Liebe. Also verrückt sind wir sowieso alle schon, was ich aber eigentlich ganz sympathisch finde. Also. Genau, erden, rausgehen, bewegen, ich gehe zum Pferd, perfekt. Also was auch immer bei dir funktioniert, mach das. Also der Raster, das Raster der Erde, was alles so ein bisschen zusammenhält, ist im Moment sehr, sehr zerbrechlich, wenn nicht sogar zerbrochen. Und jetzt bitte schieb mich nicht in diese Schublade, dass du dir denkst, bah, jetzt mach so Angst. Nein, ich möchte euch doch keine Angst machen. Wisst ihr, ich sehe hinter allem, was gerade passiert, auch eine riesige Chance. Weil, fuck off die alte Ordnung. Die funktioniert doch sowieso nicht mehr. Soll halt das Raster der Zeit mal auseinanderbrechen, damit wir mal eine ganz neue Ära schaffen können, wo wir nicht so abhängig sind von der Zeit, wo die Zeit nicht linear verläuft, sondern zirkulär verläuft. Und wir wissen von anderen Erden, dass es dort eine ganz andere Form von Zeit gibt. Und das stört die Leute dort gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir sind so beschränkt und begrenzt und denken immer, ja, das war vorher, es kommt nachher und so weiter. Versteht ihr? Also all das, was jetzt kaputt geht, kann auch zu etwas viel, viel Besserem werden. Und das ist meine absolute Überzeugung. Ich glaube, dass du und ich, wir alle, die wir jetzt hier gemeinsam ein bisschen verrückte Zeit miteinander haben, wir wussten ganz genau, dass jetzt die spannendste Zeit sein wird, wo wir die größten Chancen haben für ein ganz neues Paradigma, wo wir nicht mehr so viel leiden müssen, wo wir nicht mehr so viel kämpfen müssen und wo wir viel mehr diesen Respekt vor dem Leben und vor der Liebe auch wieder erleben. Also, ich sehe das eher positiv. Wir müssen einfach nur wissen, wie wir damit umgehen sollen und wie wir damit umgehen können. Und deswegen auch dieser Live-Talk heute und die wichtige Botschaft von den Atlantern: Hey, setzt alles daran, in eurer Mitte zu bleiben. Das ist der Wortlaut gewesen. Setzt alles daran, euch zu stabilisieren. Und auch wenn alles um euch herum zusammenbricht, haltet die Mitte. Das war die ganz, ganz klare und wichtige Ansage. So, ich gehe weiter zu Punkt Nummer 2. Die Wasserqualität auf der Erde nimmt drastisch, dramatisch ab. Und diese Informationen haben wir von den Lemurianern. So, das heißt, das Wasser, was wir auf der Erde vorfinden, was ja eigentlich eine Leihgabe war von einem anderen Planeten, andere Geschichte, super spannend, bisschen Science-Fiction-mäßig hört sich das an, ich weiß. Aber das Wasser auf unserer Erde war sozusagen ein Geschenk der Götter an uns. Das Wasser stammt nicht von unserer Erde. Aber durch dieses Kuddelmuddel und das Schlamassel, was wir hier fabrizieren, haben wir die Energie des Wassers ziemlich durcheinander gebracht. Und das Wasser, so wie es jetzt heute da ist, so wie wir es zu uns nehmen, hat sich extrem von der natürlichen Form vor ein paar Hunderten, vor Jahren entfernt.
Und das spüren wir. Du trinkst was, du hast das Gefühl, du hast nichts getrunken. Und darüber hatte ich ja schon mal gesprochen, so Mikronährstoffe sind ganz, ganz wichtig. Ich weiß, viele von uns haben so den Fokus auf Makronährstoffe, keine Ahnung, Kohlenhydrate, Fett, Protein. Wichtig, natürlich, ganz klar. Aber vernachlässige nicht die Mikronährstoffe. Die sollten wir drastisch hochfahren und auch supplementieren. So Sachen wie Magnesium, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das Wasser, was wir zu uns nehmen, hat nicht mehr das, was wir brauchen. Und auch da möchte ich dir jetzt keine Angst machen, sondern ich möchte dich bitten, für dich herauszufinden, wie du dein Wasser energetisieren kannst, reinigen kannst. Du weißt, dass du über dein Bewusstsein und deine Intention, sei es das Wasser segnen oder wie auch immer, ganz, ganz viel machen kannst. In die Verbindung mit deinem Herzen gehen, das Wasser, wenn du es trinkst, wirklich auch segnen, dafür dankbar zu sein, das verändert die Qualität schon ganz, ganz krass. Und natürlich gibt es verschiedene Filteranlagen, es gibt verschiedene Wasserbelebungssysteme, da bin ich nicht der Crack. Ich bin ein Fan von Granda, unbezahlte Werbung, ich kriege nichts von denen, alles easy, aber Granda benutze ich jetzt schon, glaube ich, seit 20, 30 Jahren und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber darüber hinaus musst du natürlich für dich herausfinden und mittlerweile gibt es mit Sicherheit auch ganz, ganz viele andere Dinge. So, dass diese Wasserqualität auf unserer Erde so schlecht im Moment ist, kommt daher, dass wir Menschen einen ganz krassen Widerstand aufgebaut haben gegenüber unseren Gefühlen. Okay, ist nichts Neues, aber es kommt dazu, dass wir auch zum Teil in dieser spirituellen Szene gar nicht mehr so einverstanden sind mit all unseren Gefühlen. Es gibt ja so viele Regeln in der spirituellen Szene. Du sollst immer dankbar sein, du sollst immer mit deinem Higher Self verbunden sein, du sollst immer das sein und du sollst immer positiv sein, bla bla bla. Wir kennen das alle, oder? Und was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Teil in dir, der nicht Dankbarkeit fühlen kann? Ich weiß von vielen Menschen, dass sie sich brutal schlecht fühlen, wenn man zu ihnen sagt, sei doch mal dankbar. Und vielleicht haben sie natürlich, jeder von uns hat Gründe dafür, dankbar zu sein. Aber was, wenn du es nicht fühlen kannst, dann ist es wie eine Ohrfeige, die man dir gibt, wenn jemand zu dir sagt, du sei doch mal dankbar, jetzt reiß dich doch mal zusammen, sei doch mal dankbar. Versteht ihr? Und das macht das Ganze noch viel, viel schlimmer. Und dann setzt du dich hin, machst eine Dankbarkeitsmeditation und dann denkst du dir, mein Gott, was ist mit mir nicht in Ordnung? Jeder da draußen fühlt sich dankbar, egal wie, weshalb, warum, wie auch immer, aber wir nicht. Das heißt, auch wir in der spirituellen Szene, und du weißt, dass wir das nicht machen, aber früher mit Sicherheit sehr viel gemacht habe, wir filtern ganz, ganz viel aus. Das heißt, wir lassen die unguten Gefühle auf der Straße liegen. Die dürfen wir zurückerobern. Und Schattenarbeit ist ein ganz wichtiger Aspekt davon, dass du wirklich mit deinen Gefühlen wieder in den Fluss kommst. Wenn du das nicht machst, dann hat das eine Auswirkung auf die Wasserqualität auf unserer Erde. Das heißt, unsere emotionale Balance ist 1:1 verbunden mit dem Wasser der Erde. Und jetzt komme ich zu dieser Sache mit den Wasseransammlungen am Körper. Auch das kann damit zusammenhängen, dass du diese Emotionen nicht fließen lassen möchtest. Und es kann zu einem Stau in deiner Niere kommen, in deine Nieren und auch dadurch zu einem Druck oder auch sogar Schmerzen im unteren Rücken. Auch da bitte mit einem Experten zusammenarbeiten, falls es in deinem Fall so ist. Natürlich auch weiterhin viel Wasser trinken, aber schau, dass du das richtige Wasser trinkst und dass du es energetisierst, dass du es reinigst, wie auch immer du das machen möchtest. Geh raus, verbinde dich mit dem Wasserelement in der Natur, verbinde dich und mach das mal ganz bewusst. Das heißt, steig nicht einfach so in den See, sondern fühl mal wirklich, dass das Wasser, das wir hier auf der Erde vorfinden, wirklich eine Leihgabe und ein Geschenk war. Und wir erachten das so sehr als selbstverständlich, schütten uns das rein, ohne einen klitzekleinen Gedanken daran, dass ja dieses Wasser was ganz, ganz Besonderes ist auf unserer Erde. Es ist immer noch besonders. Und ich sage nicht, dass das Wasser kaputt ist, aber es ist unter Stress, genauso wie unser emotionales System und die ganze Lymphe in unserem Körper. Es kann dadurch auch zu emotionalen Entladungen im Beruf und auch im privaten Bereich kommen. Also bitte sei nicht erstaunt darüber, dass jetzt irgendwie überall eine Bombe hochgeht in deinem Leben, im beruflichen, im privaten und die Emotionen, die kochen einfach hoch. Und die Menschen sind so angespannt und gereizt und dann streitet man viel eher und dann fragt man sich, was war denn da jetzt eigentlich los? Wieso haben wir eigentlich miteinander gestritten oder um was geht's eigentlich? Und da kann wirklich helfen, dass man immer wieder den Fokus zurückbringt, um was es im Leben geht. Um was geht's im Leben? Auf den Punkt werde ich am Ende noch eingehen.
So, und da ja so dieses emotionale Spannungsfeld existiert, kann es sein, dass du jetzt beginnst, an vielen Beziehungen auch zu zweifeln. Dass du dir auf einmal denkst, hey, ich bin zwar mit dem Mann jetzt über 40 Jahre zusammen, aber irgendwie, ich glaube, das ist doch nicht der Richtige. Bitte sei etwas geduldiger mit der Liebe. Bitte zweifelt nicht so stark. Und natürlich gibt es Menschen, die haben einfach ausgedient in deinem Leben. Und die, von denen darfst du dich verabschieden. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die liebst du. Und da ist eine schöne Verbindung da. Aber es kann sein, dass du aktuell sogar an diesen Verbindungen und Beziehungen zweifelst, weil emotional gesehen so viel an die Oberfläche kommt. Bitte nicht zu voreilige Entscheidungen treffen, sondern etwas Geduld haben mit der Liebe. Es sind im Moment einfach ganz, ganz intensive und aufrüttelnde Zeiten. Also komm wieder in den Fluss deiner Emotionen und erlaube dir bitte auch die unguten Gefühle zu fühlen. Das war die Botschaft der Lemurianer an uns. So, dritter Punkt, auch wieder von den Atlantern. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass du aktuell immer wieder daran scheiterst, deinen eigenen Raum zu halten. Menschen übergehen deine Grenzen. Und gleichzeitig stellst du aber auch überflüssige Grenzen auf gegenüber Menschen, die du eigentlich nah an dich ranlassen möchtest. Du bist total durcheinander. Und die Leute, die dir zu nahe kommen, die merken das gar nicht. Und das sind so richtige Stoffel. Versteht ihr? Die überrennen dich und die überrennen deine Grenzen. Und da musst du ein Stoppschild aufstellen. Lieber zu früh als zu spät. Wir kennen all diese Menschen, oder? Die saugen dich irgendwie aus. Denen gibst du den kleinen Finger und die wollen die ganze Hand. Gib ihnen nicht den kleinen Finger, sondern zieh dich zurück. Und vielleicht ist da auch so die Angst vor Einsamkeit. Und ein Teil in dir möchte sich zurückziehen, möchte für sich sein. Aber wenn du dann für dich bist, fühlst du dich so einsam. Das liegt daran, dass du nicht in deiner Mitte bist. Das liegt daran, dass du mit deinen Emotionen nicht im Fluss bist. Das heißt, dann gehst du doch nach draußen, triffst dich doch mit jemandem. Aber dann fühlst du, okay, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf. Und die Menschen kennen und das merken wir im Moment. Im Moment gibt es so etwas wie die Grenzen des anderen für viele Menschen nicht. Und ich finde das fatal, ich finde das katastrophal, ich finde das einfach kacke, Leute. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Menschen und mit Sicherheit hat das was mit mir zu tun. Ich habe das früher mit Sicherheit auch gemacht, dass ich über Grenzen gegangen bin oder dass ich zu Menschen zu nahe gekommen bin, obwohl ich wusste, okay, das ist einfach zu viel für den Menschen, vielleicht habe ich irgendwie die Grenzen überschritten. Aber auch mittlerweile ist es so, dass ich da sehr, sehr vorsichtig bin. Ich bin lieber zurückgezogen als zu schnell bei jemandem. Und das ist das, was mich im Moment so aufregt. Das heißt, ganz viele Leute spüren nicht mehr diese persönlichen Grenzen des anderen und marschieren da einfach rein und dann, keine Ahnung, wühlen sie da rum. Machen sie Sachen kaputt und damit meine ich wirklich emotional gesehen. Wir haben den Respekt vor dem anderen irgendwie verloren. Und da müssen wir beginnen, natürlich erstmal bei uns das anderen auch wieder beizubringen und sagen, hey, was soll der Scheiß? Geh mal ein paar Meter zurück und lass mir mein Leben. Ich kann über mein Leben, meinen Körper entscheiden. Ich bin ein selbstständiger, eigenständiger, eigenmächtiger Mensch. Und wenn du das Gefühl hast, dass du über meine Grenzen kommen musst, dann ist es dein Problem. Und hab bitte keine Berührungsängste in der Form, dass du deine Wahrheit sprichst und sagst, stopp! Wieso haben wir eigentlich verlernt, stopp zu sagen? Mein Gott, die Leute, die in dein Leben hineingestolpert sind, weil du nicht stopp gesagt hast, die meisten von denen, die respektlos gegenüber dir und deinen Bedürfnissen sind, die Menschen brauchst du doch nicht. Dann bist lieber alleine, ehrlich gesagt, oder? Was willst du denn mit den Leuten? Die Leute, die kommen ja gar nicht in dein Leben, weil sie dich lieben, sondern weil sie einfach beschäftigt sein wollen. Und dann denkst du, okay, beschäftige ich mich mit der Bache, dann muss ich mich mit mir selbst nicht beschäftigen. Also ich glaube, dass wir da wirklich zurückgehen müssen zu den absoluten Basics. Grenzen ziehen und Stopp sagen. Eine ganz, ganz wichtige, wichtige Sache. Weil wenn es so weitergeht, dann verlieren wir wieder einen von den wichtigsten Werten unserer Menschlichkeit. Und das ist der Respekt vor den anderen. So, was ganz wichtig ist, geh auf die Suche nach Gleichgesinnten. Wir kennen alle diese Einsamkeit. Und Gleichgesinnte sind da. Glaub mir, es sind mehr als du denkst, aber sie sind still, sie schweigen.
Und vielleicht findest du die hier auf Instagram, auf meinem Account oder in einem Online-Kurs. Oder am Freitagabend haben wir die Dark Night, da gibt es einen Chat. Vielleicht begegnet man sich so auf diese Art und Weise. Aber geh auf die Suche nach Gleichgesinnten. Du bist nicht alleine und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die mindestens genauso verrückt sind wie du. Wenn du unter Menschen bist, stell dir vor, dass du um dich herum eine goldene Wolke aus Licht hast. Geh mit dieser goldenen Wolke durch den Alltag. Vor allem, wenn du merkst, okay, du wirst jetzt mit Menschen zu tun haben, die deine Grenzen übergehen könnten. Und vergebe dir selbst bitte dafür, so schnell wie du kannst, dass du falsche Menschen an dich herangelassen hast und die anderen, die es mit dir gut meinten, hast du auf Distanz gehalten. Ziehe klare Grenzen, aber keine überflüssigen. Das ist die Ansage der Atlanta gewesen. Und wir sind hier über 1140 Menschen. So cool, dass ihr da seid. Okay, ich gehe weiter. Punkt Nummer 4. Aktuell gibt es eine kollektive Desensibilisierung und Überreizung. Jeder ist überreizt, aber am härtesten trifft es Kinder und Jugendliche. Und da müssen bitte Lehrer, Eltern, Erziehungsberechtigte, wir alle haben irgendwo die Aufgabe und Verpflichtung, dass wir da gut auf unsere Kinder Acht geben und sie darüber aufklären. Weil es gibt so diesen Trend, dass Kinder und auch Jugendliche immer intensivere Erfahrungen suchen, die sogar lebensbedrohlich sein können, um was zu spüren. Sie spüren immer weniger. Und Computerspiele, dann Social Media, also ich weiß ja nicht, wie das mit, für euch mit TikTok ist und so. Und ich bin mal da drauf gegangen. Ich habe sogar einen Account auf TikTok. Es ist jetzt keine Werbung für meinen Account auf TikTok, also da ist passiert nichts. Wenn ich alleine nur in dieses App gehe, bin ich überreizt und total wirr im Kopf für mindestens eine Stunde, was da abgeht. Also wenn man sich vorstellt, dass Kinder den ganzen Tag dort verbringen oder Jugendliche, wie sollen die denn überhaupt noch funktionieren? Wie sollen die denn überhaupt ihre Mitte fühlen und auch finden? Die wollen immer mehr Ablenkungen und das ist das Problem. Kinder und Jugendliche und wir Erwachsene, wir sind immer noch auch Kinder und Jugendliche. Wir suchen immer mehr Ablenkungen und das ist ein sehr, sehr bedenklicher Trend. Das heißt, wir müssen diesen Kindern wieder beibringen, die Details zu sehen, geduldiger zu sein, den Moment zu genießen. Wir müssen ihnen die Schönheit der Welt um uns herum wieder zeigen und sie irgendwie von diesen Bildschirmen wegbekommen. Wisst ihr, wenn man heutzutage durch eine Großstadt läuft und die ist überfüllt mit Menschen, ist diese Stadt eigentlich menschenleer. Das sind nur Körper. Ich sehe keine Menschen mehr. Wo sind die denn? Und klar, ich hänge meinen Kopf auch meiner Meinung nach zu oft in mein Handy und ihr seid schuld daran. Aber ich nehme mir Zeit für mein Leben, weil ich will nicht irgendwie von hier gehen und mir denken, scheiße. Es gab nur diesen Bildschirm. Und das, was ich da drin gesehen habe, habe ich als Realität interpretiert. Dabei war es einfach nur Fake. Das ist nicht das Leben hier. Und verstehe mich nicht falsch, ich liebe es, wenn du da bist und ich möchte hier die Impulse mit dir teilen und ich werde diese Kanäle weiterhin nutzen, weil so erreichen wir uns ja. Aber die Dosierung ist wichtig, dass man sich dort auch limitiert und sich nicht in dieser Sache, in dieser Fake-Welt verliert. Die Städte sind leer, obwohl sie überfüllt sind, weil es keine Menschen mehr gibt, sondern nur noch fremdgesteuerte, digital aufgeladene Körper. Und es trifft am meisten unsere Kinder und Jugendliche. Wir müssen ihnen helfen. So, und das führt dazu, dass die Körper immer mehr und mehr abgestumpft sind. Und dieses Abgestumpftsein, das ist, übrigens kam das von den Lemurianern, das hindert uns daran, auch diese leise Stimme der Lemurianer und unserer inneren Weisheit und unseres Herzens zu hören. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Abgestumpftheit umgehen, um wieder mehr in das Fühlen und mehr in das Sein zu kommen. Die Haut fühlt nicht mehr so viel, das hat auch was mit dieser Überreizung zu tun. Das heißt, eigentlich zieht sich die Energie weg von der Oberfläche des Körpers, vor allem in die oberen Gefilde, das heißt in den Kopf. Das heißt, was hier passiert,
spüren wir nicht mehr. Und Kinder und Jugendliche, die spüren das und dann versuchen sie sich immer mehr intensivere Dinge zu unterziehen, damit sie überhaupt mal was spüren. Und das können Suchtmittel sein, es können andere Sachen sein, Praktiken sein, die lebensbedrohlich sind. Also gibt es ja Sachen, die die Kids machen, die wirklich ganz, ganz besorgniserregend sind. So. Solange ich fühle, lebe ich. Solange ich fühle, lebe ich. Dass wir uns das mal bewusst machen, und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft gewesen, dass das Gefühl uns lebendig macht. Solange ich fühle, lebe ich. Und wenn du das alleine das sagst, dann wechselst du von diesem überreizten Modus in diesem Fühlmodus. Lass dir Zeit. Das war die ganz, ganz wichtige Ansage. Lass dir Zeit beim Essen, lass dir Zeit beim Atmen, lass dir Zeit beim Küssen, lass dir Zeit beim Sex. Und wisst ihr, die meisten von uns sind auf diesem Trip, dass wir die ganze Zeit Zeit sparen wollen. Wir wollen Zeit sparen, hetzen von A nach B. Ja, und dann, also denken wir doch mal nur auf die Straßen, Stau und auf die Leute, die so ganz komisch fahren und einen bedrängen und so weiter und schnell von A nach B kommen. Okay, sonst sind sie dann bei B. Und was ist da? Wer wartet dort auf sie? Sie existieren doch gar nicht mehr. Was für ein Leben wollen denn die Leute? Sie rasen durchs Leben, um dann irgendwo anzukommen, wo sie aber niemanden mehr vorfinden werden, weil sie sich so sehr von sich selbst entfernt haben, dass da nichts mehr ist. Also sie lassen nichts mehr übrig in sich, um dann überhaupt leben zu können. Das ist doch mal Fakt. Und wisst ihr, ich habe auch diese Phase in meinem Leben gehabt. Aktuell wird es aber immer schlimmer und schlimmer. Vielleicht gehörst du zu den Menschen. Wofür sparst denn du Zeit? Was machst du denn mit der gesparten Zeit? Dich ablenken? Okay. Ja, dann lass es doch gleich damit. Lass es doch damit, dass du Zeit sparst. Du brauchst doch gar keine Zeit sparen. Weil du weißt ja gar nicht, was du mit deiner Zeit anstellen sollst. Bitte fühlt euch jetzt nicht von mir getriggert, vielleicht ein klein wenig. Ich muss euch ein bisschen aufrütteln, aufwecken. Das war auch so die ganz, ganz wichtige Information an mich. Ich muss hier stark mit meinem Feuer arbeiten. Und man hat mich sozusagen ausgestattet mit einem intensiven Feuer. Ihr wisst es, ihr spürt es. Dieses Feuer wird mir oft zum Verhängnis. Aber natürlich ist es auch so, das, was ich auf dieser Art von Bühne mit dir teilen kann, um dich zu berühren, um dich zu erreichen. So, Punkt Nummer 5. Die zwei weiteren Botschaften, die habe ich schon so ein bisschen mit dir geteilt, die stammen von den Elohim. Die Elohim sind wie unsere spirituellen Eltern. Sie waren ganz intensiv auch involviert in die Erschaffung unserer Welt und ich habe einen ganz, ganz besonderen, speziellen Draht zu den Elohim. Sie haben mir vor vielen Jahren das Leben gerettet. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ohne sie wäre ich nicht da. So, die meisten von uns, beziehungsweise wir alle, wir verlieren immer mehr den Respekt vor dem Leben. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sagen, okay, mit dem Wort Respekt kann ich nichts anfangen. Ist mir egal. Mir geht es jetzt gar nicht um das Wort. Aber das Wort Respekt, es macht was mit uns, oder? Und wenn wir an Respekt denken, denken wir Respekt vor anderen. Das meine ich hier gar nicht. Es geht darum, dass wir vergessen haben und es als selbstverständlich erachten, dass wir am Leben sind. Wir haben den Respekt vor dem Leben verloren. Auch vor dem Leben in anderen. Wir übergehen Grenzen. Wir zwingen Menschen, Dinge über sich ergehen zu lassen, die sich nicht gut anfühlen. Wir drängen sie in die Ecke. Wir lassen sie denken, dass sie nicht die Macht über ihren Körper haben. Wir haben vergessen, dass das Leben auf unserer Seite ist. Wir haben den Respekt vor dem Leben vergessen. Und während ich das sage, ich spüre das so stark. Ich rieche das. Ich sehe das überall, wohin ich gehe. Und ich arbeite sehr hart dafür, dass ich den Respekt vor dem Leben in mir und in dir und um der Welt herum, dass ich den halten kann, weil dieser Sog ist so stark. Dieser Sog, der dich irgendwie das Handtuch schmeißen lassen möchte. Und du denkst, fuck off, ich mag nicht mehr. Scheiß doch aufs Leben. Was gibt es denn überhaupt noch, was lebenswert wäre? Diese Fragen stelle ich mir auch. Vor allem, wenn ich durch diese Städte und Straßen gehe, wo ich keine Menschen mehr sehe. Obwohl ich umgeben bin von Menschen. Die Angst dominiert alles, wir spüren das. Und ich sage nicht, dass ein Leben mit Angst nicht möglich ist.
Angst kann zu einer Energieressource werden, aber für die meisten Menschen ist es nicht so. Sie haben nie gelernt, mit ihrer Angstenergie umzugehen. Und weil ja dieses Angstfeld draußen so stark aktiv ist, wird die Angst in ihnen immer lauter und lauter und sie vergessen zu leben, sie vergessen den Respekt vor dem Leben. Setze bitte alles daran, wieder diesen Respekt zu finden, wie auch immer du das machen möchtest, weil ist ja, das ist eine ganz individuelle Art, eine ganz individuelle Sache auch, dass wir umswitchen vom Überlebensmodus hin zum Lebensmodus. Weil die meisten wollen irgendwie durch den Tag kommen. Sie wollen den Tag überstehen. Wo bleibt das Leben? Das Leben ist ein Geschenk. Bitte erinnere dich daran. Weil wenn wir so weitermachen, dass wir den Respekt immer mehr und mehr vor dem Leben verlieren, dann verlieren wir Leben. Und damit meine ich Lebensenergie und Lebendigkeit. Wir verlieren das, was uns Menschen ausmacht. Und der letzte Punkt ist, wir verlieren immer mehr und mehr den Respekt vor der Liebe. Liebe ist nur noch ein Konzept, nur noch ein Wort, das ausgesprochen wird, aber nicht mehr gefühlt wird. Und ein Mensch, der den Respekt vor der Liebe verloren hat, hat auch vergessen, um was es im Leben geht. Es geht um Liebe. Es ist ein Mensch, der sich in einem Kontrollwahn verliert und es sogar kontrollieren möchte, wie andere ihn lieben. Das heißt, unser Kontrollwahn geht so weit, dass wir dem anderen sagen wollen, wie er oder sie uns zu lieben hat. Wir erlauben der Liebe nicht mehr in unserem Leben präsent zu sein. Wir wollen Liebe kontrollieren. Und exakt in diesem Moment hört Liebe auf zu existieren, weil Kontrolle und Liebe können meistens nicht koexistieren. Wenn du den anderen kontrollieren willst, wenn du deine Liebe kontrollieren willst, dann läufst du in eine Sackgasse. Liebe kann nur existieren mit unbekannten Parametern. Unbekannte Variable in der Gleichung zu haben und diese unbekannten Variablen in der Gleichung zu akzeptieren, stehen lassen zu können, ist Liebe. Aber wir wollen nichts dem Glück und dem Zufall überlassen, oder? Nichts mehr. Wir wollen kontrollieren, ob man uns liebt oder nicht. Wir wollen unsere eigene Liebe kontrollieren. Wir haben den Respekt vor der Liebe verloren. Und mit dieser Botschaft möchte ich heute abschließen, meine Lieben. Den Respekt vor dem Leben und der Liebe zu verlieren, ist hart. Aber was noch viel, viel härter ist, ist diese Botschaft so zu sabotieren, nicht in dir landen zu lassen und einfach so weitermachen wie bisher. Respektlos gegenüber der Liebe und dem Leben in deinem Leben zu sein, ist hart. Was aber viel härter ist, ist die Ohren zuzuhalten, stumm zu bleiben. Das Tor in dein Herz zu verschließen und dein Licht in einen Tresor zu packen, den niemand öffnen kann. Das ist härter. Meine Lieben, ich wünsche mir von Herzen, dass dieser Live-Talk heute, diese Botschaften spiritueller Hochkulturen, die ich mit dir geteilt habe, dass die etwas mit dir machen, dass die dich aufwecken, dass die dir eine Richtung weisen. Und ich habe ja gesagt,
Ich zweifle daran, ob irgendwann irgendwer über uns so reden wird, als wären wir eine spirituelle Hochkultur gewesen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir noch nichts verloren. Vielleicht können wir das Ding noch rocken, sodass man dann in tausend von Jahren über uns spricht und sagt, Mei, die Menschen damals, die waren an ihrem tiefsten Punkt und sind aufgestiegen zu ihren höchsten Potenzialen. Das waren Helden. Du bist meine Heldin, du bist mein Held und vielleicht bin ich das auch ab und zu mal für dich. Würde mich freuen, weil ich glaube, in uns schlummert noch viel, viel mehr, als wir denken, erachten können. Danke, dass du da warst. Über 1000 Menschen hier live dabei gewesen. Es ist mir eine Ehre gewesen, meine Lieben. Ich werde das natürlich hochladen. Teile das mit der Welt, mit wem auch immer. Wir sehen uns ganz bald wieder, entweder hier, wieder zu einem Instagram Live oder am Freitag bist du bei der Dark Knight dabei oder bei Ankama, wo auch immer. Ich freue mich auf dich. Bis bald, meine Lieben. Ciao.